Hallo, geliebte Geschwister, es ist die Stunde der Wahrheit. Bevor ich hier mit dem Wort anfange, würde ich gerne ein Gebet sprechen. Herr Jesus, lass uns unser Gebet mit dem Herrn verbinden und seinen Segen bitten für jeden von uns. Oh, Herr Jesus, wir danken dir für diesen Moment, dass wir hier zusammen sein können, auch wenn wir nicht vor Ort zusammen sein können, aber virtuell. Wir danken dir für dieses Werkzeug, die Technologie, dass wir Technologie benutzen können für dein Werk. Herr, danke für die Konferenz seit dem Anfang mit den Aktivitäten, die die Jugendlichen gemacht haben, die Bibellektüre, die Gemeinschaft. Und jetzt in diesen vier Versammlungen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns führst. Wir bitten um jeden Teilnehmer hier, jeden Jugendlichen von Europa. Wir sind Teil vom männlichen Kind, von diesem stärksten Teil. Wir lieben den Herrn, lieben deine Rückkehr. Wir müssen vorbereitet werden, um Überwinder zu sein. Sei mit uns heute, gelobt sei der Herr. Segne jeden Moment. Herr Jesus, Amen. Que o Senhor abençoe ricamente esta conferência, né, cujo tema já está aí bem. Das Thema dieser Konferenz wurde schon genannt. Danke für die Einleitung von Mauricio, auch die Familie, die uns für uns die Lieder gesungen hat. Wir wollen euch sagen, dass wir euch lieben. Wir sorgen uns um euch, wir beten für euch und wir wünschen uns, dass jeder von euch zu einem Überwinder wird. Vor allem in diesem Kontinent, der so schwierig ist, ist so kompliziert. Wir gehen durch viele Schwierigkeiten hindurch, Bedrängnisse. Wir müssen unserem Herrn festhalten, weil er uns helfen wird, zu siegen. Ich spreche auch im Namen von den Brüdern, die hier auch sprechen werden, in den nächsten Versammlungen. Alles schon, sie wird die letzte Botschaft sprechen am Montag. Auch Solomon wird sprechen, Mario, César. Wir alle haben diesen starken Wunsch, dass ihr Jugendlichen zu überwindet werdet. Wie wir im Video gesehen haben, ist Gott die Wahrheit. Heute habe ich ein paar Verse gesehen in Johannes, in seinem ersten Brief.
der Sohn Gottes kommt. Wir sind am Ende der Zeiten. Öffne dein Herz, viel Wort kommt. Der Sohn Gottes hat uns Verständnis gegeben, damit wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen. Wir müssen ihn nicht nur kennen, sondern auch in ihm sein. Das ist der ewige Gott. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Der Herr ist die absolute Wahrheit, die komplette Wahrheit. Außerhalb von ihm ist alles Betrug, wie im Video zu sehen war. Johannes 17,17 sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wir müssen auch in seinem Wort sein, weil das Wort die Wahrheit ist. Und wenn das Wort zu uns kommt, dann befreit sie uns, wie auch in einem Vers in Johannes steht. Wir müssen von vielen Dingen befreit werden. Dieser Gott, der Wahre ist, der Wahrhaftige, in Offenbarung 3,7 stellte sich als den Wahren vor, als den, der den Schlüssel Davids hat und der Wahre ist. Wir müssen also diese Stunde der Wahrheit wertschätzen. Das ist die Stunde des Wortes. Es ist die Zeit, zum Herrn zu kommen und diese Wahrheit des Herrn kennenzulernen. Jetzt ist also die Stunde der Wirklichkeit. Wir sind hier, um auch mehr Wirklichkeit zu bekommen durch das Wort. Die Wahrheit hat die Kraft zu befreien. Wenn du noch nicht befreit bist, dann weißt du jetzt, dass die Wahrheit Gott selbst ist und dich befreien kann. Und diese erste Botschaft hat das Thema ernährt durch die Worte des Glaubens. 1. Thessalonicher, dort ist der erste Vers. Wir dürfen nicht nur das Wort kennen, sondern müssen auch uns auch dem Wort ernähren. Müssen ernährt werden durch das Wort. Wir haben hier das Beispiel von den Geschwistern in Thessalonik. Das war eine Gemeinde hier in Europa. In Vers 6. Silvanus und Timotheus haben diese mitgeschrieben. Vers 2, wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater in euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren der Hoffnung unseres Herrn Jesus Christus.
dieses Werk des Glaubens, Bemühung der Liebe und Ausharren in der Hoffnung. Das sind diese drei Säulen. Wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass alles mit dem Glauben anfängt, mit dem Werk des Glaubens. Der Glaube verbindet uns mit Gott. Hebräer 11, 6 sagt, dass ohne Glauben, es ist unmöglich, ohne Glauben Gott zu gefallen. Also das Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe, das Werk des Glaubens ist an Gott gerichtet, die Bemühung der Liebe an die Nächsten, an die anderen Geschwister. Wir müssen uns wirklich hingeben für die anderen Geschwister. Das ist wie eine Mutter, sie hat keine Ruhe, sie bemüht sich wegen ihrer Liebe. Und das Ausharren der Hoffnung. Wir haben also das Werk des Glaubens für Gott, Bemühung der Liebe für die Heiligen. Und das Ausharren der Hoffnung ist für die Rückkehr des Herrn danach ausgerichtet. Vers 5, denn das Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euret Willen unter euch auftragen. Vers 6 sagt, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Was in Thessalonich passiert ist, diese jungen Gläubigen, die wurden wenige Wochen lang von Paulus besucht, aber sie sind Nachahmer der Apostel und vom Herrn geworden. Und als sie das Evangelium bekommen haben, sind sie zu diesen Nachahmern geworden, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis aufgenommen habt. In dieser Konferenz das Erste, was wir machen müssen, ist, uns für das Wort zu öffnen, damit etwas in unserem Leben geändert wird, müssen wir das Wort empfangen. Alles, was Gott getan hat, ist durch das Wort geschehen. Also Mose 1, alles wurde durch das Wort erschaffen. Er hat das Universum geschaffen. Sein Wort hat Kraft. Also müssen wir dieses Wort empfangen. Indem ihr das Wort aufgenommen habt, in viel Bedrängnis, mit Freude des Heiligen Geistes. Das ist das, was wir erleben können. In dieser Pandemie, in diesen Bedrängnissen. Wir sind in diesem Tal. Es kommen viele Situationen, die schwierig sind. Aber wir haben die Freude des Heiligen Geistes. Diese Freude kann uns nur der Heilige Geist geben. Ich mag sehr die Version von King James. In dieser Version sagt sie, mit Freude, die vom Heiligen Geist kommt. Maravilha, tá aí a tradução, a Bíblia King James atualizada, de fato.
Ihr seid zu unseren Jüngern geworden und zu Jüngern des Herrn, denn trotz vielen Leiden habt ihr das Wort mit Freude aufgenommen, die vom Heiligen Geist kommt. Wir müssen jeden Vers, jedes Wort aufnehmen mit Freude des Heiligen Geistes. Der Herr fängt das Werk an und bringt es zu Ende. Der das Werk anfing, wird es zu Ende bringen. Er hat es in deinem Leben, meinem Leben angefangen. Ich möchte einen Vers lesen, das zu tun hat. Wir haben gesagt, das Wort ist die Wahrheit, Gott ist die Wahrheit. Epheser 1, 13 sagt, in ihm seid auch ihr, als er das Wort der Wahrheit gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt. Dieses Evangelium, die frohe Botschaft, muss uns erretten und gläubig geworden seid. Jetzt müssen wir eine Reaktion zeigen. Und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Herr hat mich versiegelt, dich versiegelt. Römer 10 sagt, mit dem Herzen glaubt man, mit dem Mund bekennt man. Und das ist passiert mit den Thessalonichern, mit mir, mit dir. Mit wem das noch nicht passiert ist, das kann jetzt noch passieren. Wenn du glaubst, wirst du versiegelt. Dieser Siegel wird in unser Herz gelegt. Unser Herz besteht aus Verstand, Emotion und Wille und dem Gewissen. Nós estamos a falar de crer, de receber. Eu digo isso porque o apóstolo Pedro, na sua... Der Apostel Petrus hat in seiner zweiten, seinem zweiten Brief gesagt, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Mit ihm haben auch andere einen kostbaren Glauben bekommen, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Sie haben etwas bekommen. Im Original steht als steht für empfangen, dass sie ein Erbe empfangen haben. Der Herr hat ein Stück Land in uns hineingetan. Es ist der Glaube, ein Glaube, der gleich kostbar ist. Wir alle haben
ein Stück Land bekommen, was gleich kostbar ist. Dieses Stück Land muss, wir müssen uns darum kümmern, es muss gepflegt werden, diese Erde, was unser Herz ist, muss Frucht bringen. Ich möchte die Geschwister der Technik bitten, dass das Bild, diese Figur, dieses Diagramm, das über das, den Glauben gezeigt wird. Über den objektiven Glauben und den subjektiven Glauben. Galater 2,20 sagt, dass wir den Glauben des Sohnes Gottes bekommen. Also dieser kleine Lastwagen, der geht raus aus Gott, Gott ist der Glaube selbst, dann der Lastwagen repräsentiert das Wort, der den Glauben zum Menschen rechts hinbringt. Das ist dieser weiße Kreis. Er ist dreigeteilt, er hat Körper, Seele und Geist, deswegen die drei Kreise. Wenn wir das Wort hören, unsere Ohren müssen es hören, unser Verstand muss aufmerksam sein, damit wir das Wort verstehen, und dann geht das Wort kommt das Wort in unseren Geist rein, in unser Innerstes. Dann wird es zu unserem Glauben. Es wird ein Stück von unserem persönlichen Glauben. Wir bekommen dann diese Portion Land, diesen kostbaren Glauben. Und so wird die ganze Wirklichkeit Gottes in uns hineingebracht durch das Wort. Und dieser Glaube, der muss jeden Tag, täglich muss er gebracht werden zu uns. Wir müssen diejenigen sein, die mehr von Gott empfangen, damit unser Glaube sich entwickelt, wächst. Das Wort ist nach Thessalonicher gekommen. Christus wurde zu diesen Heiligen gebracht. Und Christus ist, wie wäre es also, wenn auch du dein Herz öffnest, damit dieser kleine Lastwagen die Reichtümer Gottes und Gott selbst, seine Person zu dir bringen kann. Und er wird dann in dir sein Werk vollbringen. Es ist das Werk des Glaubens. Christus ist der Ausdruck des Wesens Gottes. Schau dieses Abbild an. Römer 10,17 sagt über das Wort, darüber, dass wir das Wort hören müssen. Das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Então, todos nós precisamos agora trilhar esse caminho. Hebräer 11, 1 und 3 sagt, dass Glaube die Sicherheit von den Dingen, dass die
nicht sichtbar sind. Wir sind hier, um zu empfangen. Dieser Glaube, wenn er ankommt, er bringt ein Ergebnis hervor. Thessalonicher 1, Vers 7. So dass ihr Eingläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Wenn das Wort kommt, wenn Glaube kommt, dann wird man zu einem Vorbild. Du kannst auch ein Vorbild sein. Ein Vorbild in der Familie, in der Schule, in der Uni, im sozialen Umfeld. Wenn dieses Werk des Glaubens kommt, dann bringt das Werk diese ganze Kraft mit, die Kraft Gottes. Und wir werden zu diesem Vorbild, zu jemandem, der glaubt, der ein Kind Gottes ist. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen. Nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass jemand sagt, über euch sagt, wow, dieser Jugendliche ist ein Vorbild. Er glaubt an etwas, das ist wirklich die Wahrheit. Sein Leben fängt an, sich zu verändern. Das ist wirklich etwas Bewegendes. Weil unser Leben dann anfängt, einen Herr zu haben. Er ist unser Erretter, unser Befreier. Er ist das Haupt unseres Lebens. Eines Tages wird er das Haupt aller Dinge sein. Von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. An jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Vers 9, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Es ist wirklich sehr stark. Als sie dieses Wort empfangen haben, haben sie ihre Herzen geöffnet. Dieses Wort hat etwas in ihnen hervorgebracht. Das Erste, was sie dann getan haben, war, die Götzen zu verlassen. Die Welt heute ist voller Götzendienst. Was ist ein Götze? Es ist etwas, was Gottes Platz wegnimmt. Wenn etwas in deinem Leben, meinem Leben, Gottes Platz wegnimmt, dann ist es ein Götze. Damals gab es auch viele, viele Götzen. Es gab Götzen für alles Mögliche, für jedes Bedürfnis, das man hatte. Und oft wollen die Menschen auch aus Gott einen Götzen machen, nur für ihre Bedürfnisse bestimmt. Der wahre, lebendige Gott will unser alles sein.
benefício, como naquela época era feito, né? Quando queria algum benefício na agricultura, damals, als die Menschen dann irgendeinen Vorteil wollten, irgendwas wollten, dann haben sie diese Götzen angebetet. Und hier, die Thessalonicher haben die Götzen verlassen, haben sich zu Gott bekehrt. Es gab eine Veränderung. Das ist das Erste, was wir tun müssen, die Götzen zu verlassen. Ist alles zu verlassen, was Gottes Platz raubt. Wenn du das nicht tust, dann kannst du nicht weitermachen, weil Vers 9 sagt dann weiter, dem lebendigen wahren Gott zu dienen. Wenn du Götzen hast, kannst du dem lebendigen wahren Gott nicht dienen. So wie die Götzen zu verlassen ein Fall des Glaubens ist dem Gott zu dienen ein Fall der Liebe. Es gibt ja Glaube, Liebe, Hoffnung. Der Glaube bringt uns dazu, die Götzen zu verlassen, alles, was nichts mit Gott zu tun hat. Und die Liebe bringt uns dazu, dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Das ist die Wahrheit. Dem wahren und lebendigen Gott zu dienen, wenn wir das tun, müssen wir uns ganz hingeben, unser ganzes Herz. Wenn wir dieses Wort hören, ist das Erste, was wir tun müssen, die Götzen zu verlassen. Alles, was Gottes Platz wegnimmt. Es gibt Menschen, die zu Götzen werden können, auch in der Musik, beim Fußball. Wir müssen ein reines Herz haben, weil uns das viel Kraft beim Dienst geben wird. Vers 10 sagt, um seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Der Herr wird kommen, das ist ein Fakt. Er ist auferstanden aus den Toten, um eines Tages wiederzukommen. Der uns rettet von dem kommenden Zorn. Es wird diesen Zorn geben, aber der Herr wird uns davon befreien. Petrus hat von dem gleich fassbaren Glauben gesprochen. Ich würde gern ein kurzes Zeugnis meines Lebens geben. Mit 19 Jahren hatte ich eine Erfahrung, die genau die war, wie hier von den Thessalonichern. Ich habe das Wort, das Evangelium der Errettung bekommen. Das Evangelium verändert unser Leben. Dieser Tag ist sehr besonders für mich. Erstens, im Dezember ist mein Geburtstag einerseits, andererseits der Tag meiner Wiedergeburt sozusagen. Als ich 19 geworden bin, bin ich zu meiner ersten Versammlung des meines Lebens gegangen. Bin dann in die Versammlung gegangen. Ich werde es ein bisschen zusammenfassen. Ich habe das Wort gehört, was an dem Abend gesprochen wurde. Wer das Wort gesprochen hat, waren zwei junge Leute in meinem Alter. Ich war in Rio, war schon seit anderthalb Jahren aus dem Haus. Meine Eltern haben angefangen, sich zu versammeln und ich war weit weg. Als ich sie dann besucht habe, 1983,
wurde ich eingeladen zu dieser Versammlung. Und diese jungen Leute haben darüber gesprochen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Und dass er allen ist, die seinen Namen anrufen. Ich war da in meiner Welt, meine Welt voller Götzen, war sehr im Fußball engagiert, in der Arbeit, ich habe viel gearbeitet, war da noch Single. Als ich dieses Wort gehört habe, habe ich angefangen zu weinen. Der Herr hat angefangen, mir zu zeigen, was für ein sinnloses Leben ich geführt hatte. Petrus sagt, dass wir das von unseren Eltern geerbt bekommen haben. Ich war da in der ersten Reihe, ich habe dieses Wort gehört. Ich habe das Wort empfangen, wirklich. Jedes Mal, wenn das Wort hineinkommt, wird sie etwas hervorbringen, wird sie ihr Werk tun. Es ist das Werk des Glaubens. Genau das, was mit den Thessalonichern auch passiert ist. Wieso sage ich das? Als mir das passiert ist, habe ich angefangen zu versammeln. Ich habe mehr von dem Wort bekommen. Im Januar bin ich wieder nach Rio gegangen. Und im Jahr 84 war dann meine erste Konferenz. In dieser Konferenz wurde von Petrus gesprochen. Ich möchte euch sagen, dass diese Erfahrung von Thessalonichern, die Götzen zu verlassen, das ist auch mir passiert, weil, obwohl ich geglaubt hatte, also dieses Stück Land, das wir bekommen, wenn wir glauben, das muss gepflegt werden, es muss entwickelt werden. Wie oft der Lastwagen zu uns kommt, das hängt davon ab, wie offen wir für das Wort sind. Als ich dann bei dieser Konferenz war, diese Konferenz hat mich geprägt für mein ganzes Leben. Dieser ganze Brief ist für mich sehr besonders, das werde ich nicht alles sagen können. Petrus 1,3 sagt, wir werden wiedergeboren durch das Wort. Vers 6 sagt, er sagt, dass wir durch viele Versuchungen gehen werden. Es ist ein Weg des Leidens. Auch bei vielen Bedrängnissen haben sie das Wort empfangen. Es ist sehr schwierig, auch heutzutage. Und ich habe dieses Wort empfangen. Hier sehen wir, dass es wirklich viele Bedrängnisse gibt. Vers 7 sagt, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Dann Vers 8, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Das ist das Werk des Glaubens. Ich persönlich habe ihn nicht gesehen, wie die 12 Apostel. Niemand von uns. Aber wir lieben ihn. Wir glauben. An den ihr glaubt, wo ihr ihn jetzt nicht seht. Exultais com alegria indizível
über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlicher Freude jubelt. Als ich diese Worte gelesen habe, könnte ich nicht vorstellen, was für eine Freude das in mir hervorgebracht hat. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Ich habe gesehen, dass das Ziel von dem allen ist, dass meine Seele gerettet wird. Ich habe so viele Fehler, so viele Makel an mir. Aqui no capítulo 1 de 1 Pedro, né? Ele diz assim: Ó Senhor Jesus, ai, 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 Senhor Jesus, é Jesus. Eu vou falar. Que a essa do versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na Vers 14, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrscht. Wisst ihr, was mich zum Weinen gebracht hat? Ich habe gesehen, dass ich viele Begierden hatte, viele Leidenschaften. Und das hat mich dazu gebracht, mich von Gott zu entfernen, weit weg von ihm zu sein. Fußball, Arbeit, alles, es hat mich von Gott weggebracht. Deswegen sage ich dir heute, wenn es irgendetwas gibt, was dich von Gott wegbringt, irgendeine Leidenschaft, verlass das, tu das aus deinem Leben weg. Gott ist heilig. Das werden die anderen Geschwister noch sagen. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel. Vers 18 sagt, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Wir haben von unseren Vätern nur das bekommen, was wir von Adam bekommen haben. Wir müssen also wiedergeboren werden und diese wir müssen uns befreien von allem, was mit der Welt zu tun hat. Wir müssen diese Trennung, diese klare Trennung machen, weil Gott heilig ist und Gott will uns trennen von der Welt. Er will uns ihm ähnlicher machen. Lasst uns also auf diesem Weg gehen. Und dieses Wort zu bekommen in der Konferenz, das hat mein Leben verändert. Ich wurde getauft. Als ich wieder zu meiner Arbeit zurückgekommen bin, haben die Menschen dort gemerkt, dass ich anders war. Ich ging immer zum Fußball, jede Woche ins Stadion. Und das habe ich dann nicht mehr gemacht. Ich bin dann zu den Versammlungen gegangen. Ich habe dann Woche für Woche das Wort des Glaubens gehört. Und das hat mich dazu gebracht, viele Dinge in meinem Leben zu verlassen, viele Dinge nicht mehr zu tun. Es hat der wahrhaftige, lebendige Gott in mir gemacht. Dieses Wort der Wahrheit hilft uns dabei, die Welt zu besiegen. Was
die Welt besiegt, ist unser Glaube. 1. Johannes sagt das, 4:5. Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Es gab die Götzen, die Prostitution. Im Alten Testament, Balaam, deines Volk hat sich unter das Volk gemischt und hat viel Sünde reingebracht, viele Praktiken, die gegen Gott waren. Vers 5. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir haben diese Identität, wir glauben daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist. So, das war so mein kleines Zeugnis. Jetzt will ich wieder zurückkommen zu Thessalonicher. Paulus war für eine kurze Zeit dort und hat Timotheus dort gelassen, damit er sich um die Gemeinde kümmert. Wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten, eures Glaubens wegen. Er hat Timotheus hingesandt, damit ihr Glaube gestärkt wird. Wer war Timotheus? Er hatte etwas in sich. Das hat er schon sehr früh bekommen. Viele von euch haben auch das Privileg, wir hatten das Privileg, das schon sehr von früh an zu bekommen. Timotheus wurde hingesandt wegen dem Glauben. Quando ele diz assim, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da... Darum, da ich es auch nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht hat und unsere Arbeit vergeblich gewesen ist. Er wollte nicht, dass seine Arbeit dort vergeblich wäre und dass der Feind sie versucht. Vers 6 sagt, jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt uns zu sehen, wie auch wir euch. Sie hatten gutes Andenken an ihn. Er verlangt uns zu sehen, wie auch wir euch. Hier geht es um Botschaft vom Glauben. Vers 7, deswegen, Brüder, sind wir über euch bei unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Es gibt viel Wort für die Jugendlichen, für Ehepaare, es gibt für alle Menschen gibt es Wort. Bei Not und Bedrängnis. Wir brauchen dieses Wort, damit wir getröstet werden, damit wir ermutigt werden. Vers 10 sagt, wobei wir Nacht und Tag aufs Inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Natürlich, der Glaube wächst nicht von Tag auf Nacht. Es gibt noch viele
Behinderungen in unserem Glauben und wir müssen daran arbeiten. Und wenn das Wort kommt, dann korrigiert sie alles, was noch an unserem Glauben mangelt. Jetzt will ich über Timotheus sprechen. In seinem zweiten Brief, Kapitel 1, da wird gesagt, wer Timotheus war. Vers 5, denn ich erinnere mich, der Apostel wurde durch den Glauben der Thessalonicher ermutigt und jetzt erinnert er sich auch an den Glauben, dass Timotheus, ihr habt schon den Herrn empfangen, ihr glaubt, aber er sagt noch etwas, ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens. Wir reden von der Stunde der Wahrheit, des Wortes der Wahrheit. Unser Glaube darf nicht etwas Geheucheltes sein, darf nicht etwas sein, was wir nur vortäuschen. Es muss echt sein. Des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Er hatte diesen Glauben, diesen wahren Glauben. Jetzt wieder zu 1. Timotheus. Timotheus wurde in Thessalonich gelassen, weil der Glaube in uns wächst, Geschwister. In den Versammlungen bekommen wir Wort der Wahrheit, Wort, das uns Glaube transportiert. Dieser Glaube der Thessalonicher musste wachsen. Und ein junger Mann wurde dahin geschickt, um sich die Gemeinde zu kümmern. Aber es war ein junger Mann mit ungeheucheltem Glauben. Habe auch du die Erfahrung, echt zu sein. Täusche nicht vor, verstecke nicht, sei echt, sei wahr. Öffne dich dem Herrn, damit er die Wahrheit in dich hineinarbeiten kann. In jeden von euch. Denn die Gemeinde, als Paulus Timotheus geschrieben hat, Timotheus 3,15 sagt, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Säule und Fundament der Wahrheit. Heute ist die Welt voller Götzendienst, voller Prostitution. Aber die Gemeinde, das Haus Gottes, ist Säule und Fundament der Wahrheit. Gott tut die ganze Wahrheit, die er hat, in die Gemeinde hinein. In den 80er Jahren in Rio habe ich gesehen, dass dieser Ort, die Gemeinde, der Ort ist, wo er wohnt, der Ort ist, wohin er seine Reichtümer bringt. Die Verdade, a verdade a respeito da
wenn du vor kurzem in die Gemeinde gekommen bist, dann bist du schon voller Reichtümer Gottes. Alles, was wahr ist, alles, was uns ermutigt und zu überwinden macht, hat er der Gemeinde gegeben. Nicht anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Das Geheimnis der Gottesfurcht passiert in jedem von uns im Gemeindeleben. Weil das Geheimnis der Gottesfurcht ist einfach nur, Gott ähnlicher zu werden und ihn auszudrücken. Es ist wirklich ein Geheimnis. Nur wir und Gott wissen, wie groß dieses Geheimnis ist. Das Geheimnis ist, dass Gott zu Fleisch geworden ist und in uns hineingekommen ist im Geist. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. Wir sind am Ende der Zeiten, wir sind in den Tagen von Noah. Das ist wirklich eine Warnung, eine sehr aktuelle Warnung. Manche werden vom Glauben abfallen. Das kommt vom Wort Apostasia, steht auch in Thessalonicher. Aber das hat den Sinn von verlassen, von vom Weg abkommen, desertieren, rebellieren. Dieses Abfallen heißt also, dass viele vom Weg abkommen werden, viele sich rebellieren werden. Es ist wirklich eine Flucht vom Weg der Wahrheit, auf dem wir gehen wollen. Indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Das sind diese ganzen Dinge, die wir im Internet sehen. Sachen, die nichts mit dem Wort zu tun haben. Dämonen, die Prostitution verbreiten oder Werbung davon machen. Als das Wort gekommen ist, habe ich bemerkt, dass die Ehe etwas Heiliges ist, etwas, was Gott vorbereitet hat, das, was der Herr auch für mich vorbereitet hatte. Und ich habe angefangen, an diese heilige Ehe, das Heilige an der Ehe zu sehen. Ich wurde dadurch von vielen Beziehungen befreit, die gegen Gott waren. Das, was man heutzutage in der Welt sieht, ich werde nicht in Details gehen, aber das ist alles verbreitet in den Schulen, Universitäten und im Internet. 4.2, durch die Heuchelei von Lügenrednern. In den Unis gibt es wird wirklich die Wahrheit bombardiert. Da draußen gesagt wird, sind Lügen, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Wenn man anfängt, sowas zu hören, dann wird unser Gewissen gebrandmarkt, wird unsensibel gemacht. Wir fangen dann an, andere Konzepte zu haben, moderne Konzepte.
Jetzt Vers 6 sagt, wenn du dies den Brüdern vorstellst, es muss den Brüdern vorgestellt werden, den Geschwistern. Das, was Gott sagt, muss vorgestellt werden. So wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Müssen ernährt werden durch das Wort. Es ist nicht nur eine Kenntnis, irgendein Wissen. Nur zu wissen ist keine Garantie. Wir müssen ernährt werden, damit das zu unserer Wirklichkeit wird. Etwas ohne Heuchelei, etwas Wahres. Und das kommt vom Glauben. Wenn wir die Worte des Glaubens und der Wahrheit hören, dann wird das zu unserer Wirklichkeit. Durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Wenn es etwas gibt, was wir folgen müssen, ich sage das aus eigener Erfahrung, müssen wir den Lehren der Apostel folgen. Dem, was die Apostel sagen, Thessalonicher ist eins der Dinge, was wir tun müssen, den Lehren der Apostel zu folgen. Pedro, Ezra, unter der Woche haben wir noch Live Stories von André. Wir haben Streams, sehr viele Streams. Wir haben jetzt diese Konferenz. Die müssen ernährt werden durch die Worte des Glaubens und durch die Lehre der Apostel. Hast du den Lehren der Apostel gefolgt? Bist du denen gefolgt oder bist du anderen Lehren gefolgt, den Lehren der Welt? Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Es gibt viele falsche Lehren, Fabeln in den Universitäten, Fake News sind Gespräche über Sex vor der Ehe. Sind alles weltliche Dinge. Und Paulus sagt ganz klar, lass davon ab. Übe dich aber zur Gottesfurcht. Es ist wirklich eine Übung, ein Training. Wir müssen das wirklich tagtäglich tun. Es ist, was ist die Gottesfurcht? Es ist, Gott ähnlicher zu werden. Je mehr dieser kleine Lastwagen mit dem Wort zu uns kommt, je mehr Wort wir empfangen, desto mehr Gottesfurcht bekommen wir. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottesfurcht aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Die Verheißung des Lebens ist das göttliche Leben, ist das Leben, was jetzt ist und in der Zukunft offenbart werden wird. In Timotheus ist ein Vers, der sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft und habe das ewige Leben erlangt. Aqui de 1 Timóteo 4, o seguinte diz assim, o 9, fiel é esta palavra.
Esta palavra é fiel, é verdadeira. Vers 9 sagt, das Wort ist gewiss, aller Annahme wert. Wir müssen das Wort akzeptieren, annehmen. Wir müssen diese Worte hören. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Das ist ein Vers für uns. Vers 12. Niemand verachte deine Jugend. Verachte deine Jugend nicht. Schmeiße nicht weg. Schau auf deine Tage in deinem Leben und sage, das hat alles Wert. Timotheus hatte so viel Glauben, dass er der Gemeinde in Thessalonich helfen konnte. Er war ein Vorbild. Wir können das auch sein. Wir können auch Vorbilder sein, die Götzen verlassen und dem wahren Gott dienen. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen. Wir sollen auch diejenigen sein, die ein Vorbild der Gläubigen sind. Wenn du das noch nicht bist, dann ist noch Zeit dafür, dass du das wirst. Wenn du dieses Wort hörst, dann kannst du das werden, ein Vorbild der Gläubigen. Was ist das? Das erste ist das Wort, ein Vorbild der Gläubigen im Wort. Ohne Wort gibt es keine Wirklichkeit. Das nächste im Wandel. Es ist im Alltag, im Leben. So wie ich damals diese Erfahrung hatte und bis heute, so müssen wir einen wahren Wandel haben in unserem Alltag. Wir müssen die Dinge des Herrn lieben, die Gemeinde, die Geschwister. Liebe im Glauben, in Keuschheit oder in Reinheit. Der Herr will, dass wir rein sind, weil der Herr selbst rein ist. Er ist wirklich wahrhaftig. Er ist in uns und er will auch, dass wir zu diesen Vorbildern werden. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist. Ich gehe jetzt zu Vers 15, wegen der Zeit. Es gibt ein Geheimnis hier. Bedenke dies sorgfältig. Lebe darin, damit deine Fortschritte offenbar sind. Das ist das Werk des Glaubens, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Dann werden alle sagen, oh, diese Jugendliche, die war so schwer, so kompliziert, aber sie ist jetzt anders, sie hat sich verändert, sie liebt den Herrn. Sie ist so rein. Ich werde so froh, wenn ich diese Abschnitte hier lese. Habe Acht auf dich selbst. Am Ende der Zeiten werden viele vom Glauben abfallen. Aber hier sagt der Apostel, dass wir auf uns aufpassen müssen. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Du musst aufpassen, was für eine Lehre du zurzeit bekommst, welcher Lehre du glaubst. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Mein Name ist Glimaldi.
quando o versículo diz salvarás tanto a ti mesmo, a primeira coisa que du wirst dich selbst retten. Das Erste, was das Werk des Glaubens tun will, ist, dich zu retten. Das ist wie bei Turbulenzen im Flugzeug, wenn sogar dann diese Masken runterfallen, um zu atmen, dann darfst du nicht zuerst zu deinen, also dich um andere kümmern. Die erste Regel ist, kümmere dich zuerst um dich selbst. Du musst erst die Maske, deine eigene Maske anziehen. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann kannst du deinem Nächsten helfen. Hier steht, du wirst dich sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Habe Acht auf dich selbst. Du musst auf dich selbst aufpassen. Wenn du auf dich selbst aufpasst, wirst du dich retten und auch die um dich herum, die Geschwister, deine Familie, wirst ein Vorbild sein. Du wirst jemand sein, der ernährt ist durch das Wort. Du bist gut ernährt, damit du kämpfen kannst, auch in den Bedrängnissen, in der Not, wirst du siegen, wirst du die Welt besiegen, das eigene Ego, das eigene Fleisch, den eigenen Stolz. Es gibt so viele Feinde, die der Herr zerstören will. Lass uns also selbst auf uns Acht geben, auf uns aufpassen. Wir müssen also zu diesen Vorbildern werden. Diese Woche gab es sehr viele Aktivitäten im Zimmer, im Bad. Das alles war dazu da, damit ihr zu Vorbildern werdet. Ihr müsst das wertschätzen, das Gebet. Ihr müsst euch mit Gott verbinden und verbunden bleiben. Das Wort empfangen, jederzeit mit ihm verbunden sein. Der Sohn Gottes hat am meisten von allen in den Evangelien gebetet. Er wurde in der Wüste versucht, aber davor beim Gebet. Er hat die Himmel geöffnet gesehen. Der Geist ist wie eine Taube herabgekommen. Wenn du betest, öffnet sich der Himmel, der Geist kommt herab. Gott spricht mit dir. Das ist Kapitel 3 von Lukas. Wenn du dann Kapitel 4 reinkommst, dann wirst du den Versuchen standhalten können vom Feind. Die Verbindung mit Gott durch das Gebet wird dir im Alltag helfen. Ich weiß, dass es viele wichtige Entscheidungen zu treffen gibt. Jesus musste 12 Jünger für sich auswählen und davor hat er gebetet. Sei kein Jugendlicher, der mehr mit dem Internet verbunden ist als mit Gott. Ihr müsst mit Gott verbunden sein. Ernährt, genährt. Und das Gebet hilft uns dabei, den Versuchungen standzuhalten,
Hilf uns in den Momenten von Entscheidungen. Hilf uns in jeder Situation. Lass uns also diese Konferenz genießen, die Wahrheit in unser Leben bringen, die Wahrheit des Glaubens, des Wortes. Wir müssen diese Menschen sein, die die Götzen verlassen, die die Welt verlassen, die Prostitution verlassen. Wenn ich von Prostitution spreche, meine ich nicht nur das Physische, sondern auch das Geistliche, im geistlichen Sinn, Vermischung mit der Welt. Lass uns dem wahren, dem wahrhaftigen Gott dienen. Lass uns vom Wort ernähren, auf uns aufpassen, uns mit dem Wort füllen. Jesus, der Herr, jetzt möchte ich zum Schluss ein Gebet sprechen. Danke für jeden Jugendlichen, jungen Menschen auf diesem Kontinent. Mach aus diesen jungen Menschen wertvolle Jugendliche, die dich nicht verlassen, die nicht vom Glauben abfallen, aber die die Worte des Glaubens bekommen, die Worte der Wahrheit, die Lehren der Apostel. Herr, danke, dass die Gemeinde der Ort ist, wo wir diese Wahrheit bekommen können. Danke für die Bibel, für die tägliche Speise, für die Bücher, für so viel Wort. Wir wollen es wirklich lesen. Wir wollen diese Menschen sein, die auf sich aufpassen und die anderen dabei helfen, gerettet zu werden. Segne diese Konferenz, jede Botschaft. Segne die Herzen der Jugendlichen. Segne Tarek, Josmar und Alex am Montag. Jesus ist der Herr. Es war wirklich sehr schön, bei euch zu sein. Fühlt euch umarmt von mir. Jesus ist der Herr.